In einer Wertetabelle ist es doch immer so, dass wenn wir einen x-Wert haben, ein y-Wert berechnet werden müssen. Also nehmen wir mal beispielhaft an dieser Stelle, wo x gleich minus 1 dran steht. Wir setzen in diese Funktionsgleichung einfach den x-Wert gleich minus 1 ein. Und jetzt können wir zusammenfassen, minus 3 mal minus 1 ergibt plus 3 und dann noch plus 1 addiert ergibt einen y-Wert von 4. Diesen Wert können wir dann eintragen und jetzt haben wir einen Punkt, der auf dieser Geraden liegt. Schwierig wird es dann natürlich, wenn ich einen y-Wert plötzlich habe. Da muss ich jetzt einen x-Wert berechnen. Heißt, ich muss diesen minus 5-Wert oder diesen Wert minus 5 an die Stelle des y's einsetzen, weil es ein y-Wert ist. Also schreibe ich das links hin. Und ich habe hier die Schritte schon mal hingeschrieben. Minus 5 ist gleich minus 3x plus 1. Den Rest schreibe ich ja ab. Jetzt bringe ich quasi den 1er auf die andere Seite. Das ist eine Äquivalenzumformung. Ich befreie quasi nach und nach das x. Dann steht dran, minus 6 ist minus 3x, weil ich habe hier 1 abzogen und hier 1 abzogen. Dann teile ich auf beiden Seiten durch minus 3, damit ich das x befreien kann. Und minus 6 geteilt durch minus 3 ergibt 2. Und damit kann ich das Ganze in die Formel oder in die Wertetabelle hier oben einsetzen. Also wenn man ein y sucht oder ein y hat, dann muss ich nach x auflösen. Und das geht ein bisschen schwieriger, wie wenn ich ein x habe und den y-Wert berechnen muss.